Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier in Thüringen. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Wir fahren jetzt in unseren Parkplatz zurück zum Hof. Um dort abzuparken und dann in unseren anderen Traktor mit dem Flug. Tja, auf wegstellen. Der mit Gülle und Gärreste fährt jetzt fleißig und musste einen Baum entfernen. Falls es nochmal notwendig sein sollte, werden wir dann normal das gleiche machen. Auch natürlich nicht, wie man die Fräse vorne hochlegt. So, den fahren wir Unterstand. Ja, da. Denn der holt jetzt alleine die Gärreste und wird das ganze Feld schön düngen. So hoffe ich mal. Oh, da komme ich mal rum. Da wird ganz wilder Fahrer. Oh, ganz wilder Fahrer. Ja, der Pfeil hat sich. Schön, ne? Heran. Hält an. Wir horchen. Wird voll. Ne? Also vom Geräusch her, Pumpe geht. Super. Und wird er gleich weiterfahren, ne? Vom Feld. Und wird seine Arbeit fortsetzen. Später werden wir. Ja, Gruppe haben wir Möglichkeit. So, wir werden mal sehen. Wo haben wir unseren Flug? Ich habe irgendwo den Bruder abgestellt, weil da kam nicht die Meldung Inspektor Mod, ne? Also der ist hervorragend dafür, ne? Bad Kollision, ne? Und schon Blocking in Rot und 0,0 km/h Geschwindigkeit. Da wusste ich Bescheid. Aha, hier ist was faul. Und ich gleich nochmal hin ist geflogen, ne? Ganz kurz, zack, rüber und dann sah ich schon, wie er am Baum festhing. Da habe ich mich kurz halt noch lassen, kurz mal den Fahrer rausnehmen. Ganz kurz und dann, ja, dann die Fräse geholt und den Baum weg. Also, das ging nicht anders. Ich bin auch kein Freund davon, alle Bäume wegzufällen, aber wenn die am Feldrand stören, dann ist das also. So, jetzt ist das nächste Ding, ist jetzt der Flug. Der Gruppe. Jetzt der Fan macht gerade die anderen Arbeiten. Jetzt haben wir jetzt kein Fahrzeug frei, also kein schnelles Fahrzeug für die für den Kaltstreuer, bleibt mal stehen. Düngen noch mal bei. Muss ich kurz überlegen. Aber wir werden schon mal abhängen. Und die Gruppe schon mal anhängen. Es könnte sein, dass er meckert und sagt, geht nicht. Möglich ist es. Aber wir noch gruppeln wir ja nicht. Wir müssen noch ein bisschen warten, bis der andere fertig ist. Sonst die Dinger, die blockieren sich dann gegenseitig. Beziehungsweise beim Gruppern ja schneller wie. Ja. Und dann ist er schon los. Ein Bonus gefroren. Ja, das ist plus 2. Na gut, okay. Nicht so schlimm. Aber das habe ich geahnt. Dann werden wir hier weiter mit der BGA weitergehen. Fortfahren. Und zwar werden wir kurzerhand Silage reinfahren, ne? Ein bisschen Geld verdienen. Oh, was kommt da für ein Zeichen? Ne? Ach, hier liegt das ja jetzt beim Düngen meckert. Das ist ja auch ein bisschen blöd, ne? Oder meckert er, weil er andere auch düngt. Der ist bescheiden, ne? Gut, der ist fertig eigentlich normalerweise. Da nicht, da. Gut.
entlassen. Zu. Vielleicht wirst du mal tauen, ne? Möglich ist ja. Wenn man einen Kurs drin lassen, dann werden wir den mal gleich entlassen. Aber wir werden mal sehen, was unsere Gärreste reinkriegen. Ach, unsere Gülle und die Lage. Das ist ja ein Symbol, ne? Eindeutig, ne? Dick gefroren, ne? Gut. Ist halt Winter, ne? Ah, jetzt der Boden. Ah ja, jetzt ist der Boden auch gesehen, dass er gefroren ist. Aha, okay. Bodentemperatur minus 1, ist auch gefroren. Das ist halt so, ne? Dann haben wir bisher ganz gut hingekriegt, und wenn wir noch Felder gedüngt kriegen, gekriegt, bekommt haben, also unsere Raps und Weizenfeld. Das ist ja auch super, und auch schafft haben, aber gut, die Gärreste. Machen wir halt weiter, wenn ein Plusgrad kommt. Spätestens im Frühjahr. Kriegen wir alles im Griff. So. Aber es darf wieder hell werden, ne? Ist eine Katastrophe. Dunkel, also. So, sehen dann die Kühe versorgen. Gut, die Kühe müssten jetzt nicht gleich versorgt werden, ne? Und die haben ja eigentlich noch 2 Tage. Also. Die kriegen noch ihr Futter, aber. Auch nicht sofort. Wollen wir mal hell werden, ne? So, kippen wir ab. Das soll ja funktionieren. Und das andere schaffen wir auch noch. Hauptsache immer hell werden lassen, ne? Also können wir auf 60 gehen hier. Das ist ja scheiße, dunkel ist hier. Machen können wir eh nichts weiter. Wir könnten Holz machen, ne? Aber nur extra ein Dings kaufen. Ah, nee. Nicht unbedingt sofort. Kürzen mal ab, das war ja nicht so geplant, aber. Und dann Auflieger. So. Da. Wir müssen ein paar Lampen aufbauen hier. Ich habe die Anhänger entfernt, weil das einfach. Naja, die standen mir im Weg, ne? Bin müde. Schon wieder. Jo, da haben wir schon. Kann er voll machen. Jetzt machen wir gleich mal die Gülle. Ja, leider hinten kein Licht, das ist ein bisschen blöd. Ja doch, rückwärts angehen. Man kann trotzdem nur erahnen, wo der Anhänger steht, ne? Oh, nee. Aber das sieht gut aus.
Ende ist nahe. Kann ich heute nachwesend gut schlafen. Ich muss morgen früh so früh aufstehen. Das nur erfunden hat, würde ich gerne wissen. Ne? Also ist ganz gut, da kann ich morgen in aller Ruhe einkaufen und ein paar Videos bearbeiten. Mittwoch den Rest und dann anfangen schon hochzuladen. Wenn es HD-Qualität passen sollte, wenn sich keiner jetzt beschwert und sagt, das sieht ja scheiße aus. Wenn einer sagt, sieht scheiße aus, dann mache ich wieder auf 2K. Ansonsten denke ich mal, laut Test von der Marsch, was ich so gesehen habe, ist eigentlich okay. Dann sollte es auch genügen und ich spare mir ungefähr locker eine Stunde ein, deswegen hochladen, ne? Zeitlich gesehen. Ich denke mal, für die meisten, die jetzt einen normalen HD-Monitor haben, das fällt da sowieso nicht auf, und die jetzt einen 4K-Monitor haben, ja gut, das ist halt HD, ne? Die meisten senden ja in HD, ne? Also macht ja noch keiner 4K, weil 4K wäre echt Datenvolumen, also das würde ausufern. Und selbst ich in meiner relativ hohen Geschwindigkeit wäre dann schon an der Grenze, was von der Zeit angeht, ne? Und jetzt im Dunkeln ist das sowieso nicht zu erkennen, Anführungszeichen, ne? Also nichts für ungut, 6:30 und so, da ist nichts zu sehen. Also seit bei 60 wird es nicht hell, ne? Also es ist Winter halt, ne? So, hier ein Bäumchen, das Lade geht auch noch bei. Jetzt sieht man ein bisschen Raten. Gülle kommt mal zusammen. Ich weiß auch nicht, was die Kühe so machen ganz hart, ne? Außer fressen, ne? Und alles andere. Was man so macht, ne? Als Kuh. Aber hier mal ein Fütter mit doch machen, ne? Was mögen die eigentlich da? Ja, gut. Ich werde einfach mal hinfahren, ne? Sauberkeit ist auch zu übrig. Dann machen wir die Kühe jetzt fertig. Nützt ja auch nichts. Voll? Nö. Dann werden wir mal, ist mal voll. Noch mehr Licht. Ups, haben wir. Oben mit dem Futter. Es wird ja auch langsam hell. Es ist ja mittlerweile schon 8 Uhr. Dann sollen die Kühe ihr Futter kriegen, wie es soll, wie sein soll, ne? 2 Fluren, eine Flure bestimmt garantiert. Das können wir wieder runtergehen auf 5. Reicht. Wir haben es ja hell. Ne? Also. Die Strohballen müssen wir gleich mal reinschieben. Ja. Mal sehen, was hinkriegen, ne? Also dass eine Kante ist. Damit nichts, dann wir erstmal mal sehen, vielleicht von so. So, wir können ja nicht mehr verarbeiten, ne? So,
So. Wie gesagt, Stroh ist unser Problem. Problem ist eher Heu. Aber immer eine Weile reichen. Fang ihm auf, Junge. Weil die blöde Kante da vorne ist ja so ungünstig, dass er da nicht mehr geschoben kriegt. Aber irgendwie kriegt er hin. Sobald er da raufkommt, frisst er ihm auf, ne? Dann ist gut. Oh, jups. So, Zuschauer, das soll's für heute gewesen sein. Danke fürs Reinschauen. Wir machen gleich weiter mit Füttern und Tiere und das Wasser. So, der Ball ist weg. Und dann sagen wir Tschüss und Schau. Danke fürs Reinschauen. Tschüss.